Ende wollen wir erstmal mit dem Positiven anfangen. Die AfD ist wieder in dem saarländischen Landtag, also eine Freiheitspartei, die für Impffreiheit, aber auch für Meinungsfreiheit eintritt, wird wieder im saarländischen Landtag vertreten sein. Gleichwohl ist es, es haben ja auch die Vorredner schon gesagt, sicherlich für die kleinen Parteien schwierig, hier Zugewinne zu erzielen. Wir hätten uns sicherlich 1-2% mehr gewünscht. Das würden wir jetzt auswerten. Wir werden mal den Wahlabend abwarten. Aber insgesamt bin ich erstmal zufrieden, dass wir wieder als Korrektiv im saarländischen Landtag vertreten sind. Wir werden jetzt das Besteck wechseln. Wir werden jetzt von Gabel und Messer zum Löffel wechseln. Das heißt, wir werden jetzt schaufeln, dass wir als Opposition hier wirklich pragmatisch arbeiten, dass wir hier im Landtag eine wichtige Arbeit leisten. Das haben wir die letzten 5 Jahre im Übrigen sehr gut getan. Es ist ja auch wichtig, dass, wenn vielleicht sogar wir als einzige Opposition im saarländischen Landtag sind, dass wir dort auch diese Oppositionsarbeit betreiben. Wir haben viele Themen, die im Saarland auch im bundesdeutschen Schnitt ja mit vorhanden sind. Das ist die hohe Inflation, das ist der Strukturwandel, der auch das Saarland betrifft, Autoindustrie, Autozulieferindustrie. Also von daher ist es wichtig, dass es hier eine AfD gibt und dass, wenn wir jetzt mit den Kandidaten, die in den saarländischen Landtag einziehen, auch klären, dass es hier zu einer geschlossenen Arbeit kommt und dass man sich hier ein Stück weit die nächsten 5 Jahre auch konsolidiert.